Die Palliativversorgung von Kindern mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung erstreckt sich häufig über viele Jahre. Zu Hause sind die Eltern die Hauptversorger. Sie werden durch den Haus- oder Kinder- und Jugendarzt sowie einen ambulanten Kinderkrankenpflegedienst unterstützt. Wenn die Kinder schwere Krisen erleiden, benötigen sie eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Diese wird durch das Kinderpalliativteam garantiert. Manchmal sind die Probleme der Kinder so groß, dass man sie zu Hause nicht bewältigen kann. Im Jahr 2008 hatten wir eine Vision. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, der diese Kinder in Krisensituationen auffangen könnte? Eine Krankenstation, die die Technik einer Intensivstation mit der Atmosphäre eines Wohnzimmers vereint, die lichtdurchflutet ist, nach Süden ausgerichtet. Wo ein multiprofessionelles Team arbeitet, um die Kinder und ihre Familien ganzheitlich zu versorgen. Das erschien uns fast unmöglich. Doch dann haben wir es einfach gemacht. Seit 2010 sind wir auf der Palliativstation Lichtblicke für Kinder und ihre Familien da. Unsere Patienten leiden an seltenen Erkrankungen und benötigen eine komplexe Versorgung. Wir kriegen das meistens gut hin auf Lichtblicke, aber wenn die Kinder eine Operation benötigen, wird es schwierig. Dann müssen sie in andere Krankenhäuser transportiert werden. Das ist nicht nur anstrengend für die Kinder, sondern auch immer eine Zeitfrage und mit Risiken verbunden. Notfalleingriffe sind schwer möglich. Spezialisten für schwierige Eingriffe sind oft weit entfernt. Für die komplizierte Versorgung unserer Patienten vor und nach der Operation sind viele Kliniken gar nicht ausgestattet. Wir wussten, das muss besser gehen. Und hatten noch eine Vision. Diese Vision nannten wir Lichtblicke 2.0. Was wäre, wenn wir einen Ort schaffen würden, an dem wir die Kinder mit schweren, seltenen Erkrankungen optimal versorgen könnten, selbst dann, wenn sie eine Operation benötigen? Einen Ort, der ganz nah am Kinderpalliativzentrum ist, der einen modernen OP mit allen technischen Möglichkeiten hat, welcher problemlos von der Palliativstation aus erreichbar ist und mit einem direkten Zugang zur Intensivstation, der modernste Diagnostik erlaubt, vor, während und nach der OP. Einen Ort, zu dem die Spezialisten eingeflogen werden, um hier den Kindern zu helfen. Die Lichtblicke 2.0 eben. Unmöglich, aber unbedingt nötig. Deswegen machen wir es einfach.